Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 12. Juli. Ich bin Pastorin Anke Deibler, Pastorin an der Zionskirche in der Innenstadt von Baltimore. Aber wir nehmen diesen Gottesdienst in einer anderen Kirche auf, aus Gründen des Coronaviruses. Wir freuen uns, dass Sie heute uns begleiten und zusammen mit uns das Gleichnis vom Sämann hören. Wir hören, wie Gottes Wort verstreut wird wie Samen, in der Hoffnung, dass es aufgeht und Frucht trägt. Möge das Wort Gottes uns allen heute ein Segen sein. Gesegnet sei die heilige Trinität, ein Gott, voller Gnade und Barmherzigkeit, geduldig und von großer Treue. Amen. Im Vertrauen an Gottes Verheißung von Vergebung, lasst uns unsere Sünde gegen Gott und einander bekennen. Ewiger Gott, unser Schöpfer,
In dir leben und weben und sind wir. Schau auf uns, deine Kinder, das Werk deiner Hände. Vergib all unsere Missetaten und reinige uns von stolzen Gedanken und leeren Wünschen. In deiner Gnade zieh uns nahe zu dir, unsere Zuversicht und unsere Stärke. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Durch unseren Glauben werden wir gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Liebe wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ergossen. In der Gnade des allmächtigen Gottes ist Christus für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Um seinetwillen vergibt Gott dir all deine Sünde. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du die Saat deines Wortes in uns gepflanzt hast. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, es mit Freuden zu empfangen, nach ihm zu leben und in Glaube, Liebe und Hoffnung zu wachsen. Durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Die alttestamentliche Lesung ist aus dem Buch Jesaja, dem 55. Kapitel. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Hier endet die Lesung. Das Evangelium nach Matthäus im 13. Kapitel. Ehre sei der Herr. An demselben Tag ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelten sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg,
Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe. Wir antworten auf das Evangelium, indem wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Siehe, es ging ein Seemann aus zu sehen. So beginnt Jesus sein Gleichnis. Dieser Satz ruft bukolische Bilder hervor. Wir haben Gemälde gesehen von kräftigen, zielbewussten Bauern, die über ihr neu gepflügtes Feld stapfen, einen Beutel mit Samen über der Schulter. Eine Hand hält den Beutel offen, mit der anderen greifen sie eine Handvoll von Samen und streuen sie über die Erde. Ein idyllisches, ein rustikales Bild. Es lässt uns für das simple Landleben schwärmen. Wären wir allerdings dort gewesen an jenem Tag und hätten in der Menge gestanden, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, wären unsere Nachbarn nicht in jene pastoralen Gefilde transportiert worden. Sie hätten entweder lautlos gelacht oder aufgeschrien in Schock über einen so dummen, verschwenderischen Bauern. Saat war damals sehr wertvoll. Am Ende einer Ernte verlas ein Bauer alle Körner und bewahrte die besten auf, um das Saatgut für das nächste Jahr zu stellen. Er verstaute die Saat vorsichtig, um sie vor Insekten und Mäusen und Verrottung zu schützen. Selbst wenn die Vorräte der Familie zur Neige gingen, wurde das Saatgut nicht angefasst. Die nächste Ernte und das Überleben der Familien hingen davon ab. Und hier ist nun dieser Seemann und schmeißt die kostbare Saat in der Gegend herum. Auf den Weg, auf felsigen Boden, unter die Dornen. Wie verschwenderisch, wie dumm. Oder könnten wir sagen, wie großzügig, wie hoffnungsvoll, wie verspielt, wie überschwänglich. Herr Haldane war ein Evolutionsgenetiker. Eines Tages wurde er gefragt, was man von der Studie der Natur über den Schöpfer lernen kann. Angeblich hat er geantwortet, eine ungeheure Vorliebe für Käfer. Wenn Gott die Absicht hatte, dass Menschen am Gipfel der Schöpfung stünden, dann hat er eine Unmenge von Zeit auf Insekten verschwendet. Wissenschaftler vermuten, dass es zwischen 6 und 10 Millionen Insektenarten gibt. Sie vermuten es, weil es so viele Arten gibt, dass viele noch nicht entdeckt und klassifiziert worden sind. Gott hat so viel Vielfalt geschaffen. Wie verschwenderisch oder wie überschwänglich? Ich denke, es weist auf einen Gott des Überflusses hin, der es liebt, zu kreieren und seine Kreation zu segnen.
Es weist auf einen liebenden Gott hin, der großzügig Freude und Leben verteilt. Es weist auf einen hoffnungsvollen Gott hin, der mit Hingabe seine Saat verstreut, überall hin, sogar in wenig verheißungsvolle Orte wie Wege oder Unkraut oder Felsenboden. Gott, der Seemann, weiß, dass nicht alle Saat aufgehen wird und wachsen und produzieren wird. Nur ein Viertel der Bodenarten im Gleichnis bringt einen Ertrag. Dieses Verhältnis von 1:4 ist mir in dieser Woche zweimal begegnet. Das erste Mal war es ein Reim, von dem eine Kollegin erzählte. Als sie als Kind zum ersten Mal Samen aussäte, brachte ihre Mutti ihr diesen alten englischen Vers bei. One for the mouse, one for the crow, one to rot and one to grow. Dieser alte Reim lehrt, dass vielleicht einer in 4 Samen tatsächlich aufgehen wird. Das zweite Mal traf ich auf dieses Verhältnis in einem total anderen Zusammenhang. Poker. Ich hörte im Radio eine Geschichte über die erfolgreichste amerikanische Pokerspielerin. Als der Interviewer sie nach ihrer Fähigkeit, die Tells der Mitspieler zu entdecken, fragte, sagte sie, dass sie das nicht einmal versuche. Sie geht nicht nach dem Verhalten ihrer Mitspieler, sondern nach Mathematik. Ich selbst spiele kein Poker und kriege diesen nächsten Teil vielleicht nicht akkurat hin, aber es ging ungefähr so. Wenn man Texas Hold'em spielt und weiß, dass die Chance, als nächstes eine gute Karte zu bekommen, 30% ist, dann würde man in aller Wahrscheinlichkeit aussteigen. Aber, sagt sie, wenn man die Situation über mehrere Runden hinweg betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild. Wenn man keine gute Karte bekommt, verliert man $100. Wenn man eine gute Karte bekommt, gewinnt man $300. Wenn man daher 4 Runden spielt und 3-mal verliert und 1-mal gewinnt, kommt man glatt heraus. Wenn die Chance einer guten Karte aber 30% ist, dann gewinnt man im Durchschnitt eine in 3 Runden. Auf lange Sicht gewinnt man daher mehr, wenn man auf die 30% Chance wettet und drin bleibt. Mit Gewinnen in Millionenhöhe hat sie diese Theorie bestätigt. Sowohl der alte Reim als auch die Pokerspielerin haben die gleiche Wahrheit gelernt. Man verliert. Manchmal verliert man viel. Man verliert womöglich 3/4 des Einsatzes, sei es Samen oder Geld. Aber auf lange Sicht gewinnt man. Auf lange Sicht wird genug eingebracht, um die Aktion erfolgreich zu machen. Und so geht es dem Bauern in dem Gleichnis. Viele Samen gehen verloren. Die Saat aber, die auf guten Boden fällt und wächst, erbringt eine solche Ernte, dass die Wachstumssaison Gewinn bringt. Es war es wert, die Saat zu verstreuen. Es wird Brot geben und Saat fürs nächste Jahr. Das Leben ist erhalten. Das Leben wird weitergehen. Gott sei gedankt. Das ist der Punkt des Gleichnisses. Die reichliche Gnade des Seemanns, der seine Saat überall hin verstreut, sogar in nicht vielversprechende Situationen und weiß, dass genug Samen aufgehen werden, um eine gute Ernte zu produzieren. Leider wird dieses Gleichnis oft so ausgelegt, dass es nicht um den Seemann geht, sondern um die Erde. Was für Erde bist du, wird der Gläubige gefragt. Ist deine Seele hart und undurchdringlich wie der Weg? Fehlt deinem Eifer Tiefe wie dem Felsenboden? Wirst du von den Ablenkungen der Welt überwältigt, als ob Dornen dich ersticken? Na, dann tu besser was, um deine Erde zu verbessern. Denn wenn du keine Frucht hervorbringst, versagst du vor Gott und bist Gott unwürdig. Und du weißt, wo die Unwürdigen am Ende bleiben. Zu oft wurde den Kindern Gottes diese Schambotschaft gepredigt. Sie ist versuchend
denn sie spiegelt die Kultur wider, in der wir leben. Unsere Kultur definiert den Wert einer Person nach ihrem Status und Einkommen und Reichtum, sozusagen nach der Frucht. Und wenn du keine Frucht produzieren kannst, bist du ein Versager. Wenn du keine Glaubensfrüchte hervorbringen kannst, bist du schlechter Boden und Gottes nicht würdig. Und etwas stimmt nicht mit dir. Zu oft wurde das Gleichnis so gepredigt, als ob es um den Boden ginge. Immer mehr Theologen aber, ich selbst eingeschlossen, denken, dass es nicht um den Boden geht, sondern um den Seemann. Das Gleichnis erzählt von einem Bauern, der seine kostbare Saat überall verstreut. Egal wie der Boden ausschaut, er kriegt Samen. Jede Art von Boden kriegt Samen. Jede Art von Boden bekommt eine Chance. Wenn man auf den Seemann schaut, dann ist dies nicht ein Gleichnis über Scham, sondern über Gottes Gnade. Wir sollen uns Gott vorstellen, wie er umhergeht und Samen der Liebe und Hoffnung überall verstreut, auf alle Menschen, in alle Situationen. Das ist solch eine gute Botschaft. Die Saat der Gnade Gottes zu erhalten, hängt nicht von uns ab. Was für eine Erleichterung. Denn ehrlich gesagt, bin ich nicht immer so empfänglich und fruchtbar wie die gute Erde im Gleichnis. In diesen letzten Monaten von Covid-19 und seinen Beschränkungen und den Demonstrationen gegen die Ungleichheit der Rassen, da gab es Trockenphasen. Dass Calvary inmitten von diesem Stress sein Mieteinkommen und eine wichtige Angestellte verloren hat, macht mich ängstlich. Und ängstliche Menschen sind angespannte Menschen, die neuen Samen gegenüber nicht geöffnet sind. Heute werden wir versichert, dass Gott, der Seemann, weiterhin seine Gnade auf uns verstreuen wird, auch wenn unsere Erde von Angst und Sorge verdorrt ist. Gott wird uns unsere Sorgen und Ängste und Zweifel nie verurteilen. Gott wird uns nie als unwürdig bezeichnen und uns seine Liebe enthalten. Im Gegenteil, durch Gottes Wort, durch Gottes Volk, durch Musik, durch die Schönheit der Natur, durch Vogelgesang, durch atemberaubende Sonnenuntergänge, durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten nach Rückschlägen, durch die Genesung von Krankheit, durch Technologie, die es uns ermöglicht, weiterhin in Kontakt zu bleiben, durch die Botschaft von Leben und Hoffnung in der Mitte von Desaster, auf unzählige Weise streut Gott seine Samen der Gnade. Am Anfang dieser Predigt sprach ich über den Wert der Saat, davon, wie kostbar sie war. Gottes Saat der Gnade ist auch kostbar. Gottes Gnade erreicht uns als Folge von Tod und Auferstehung Jesu Christi. Gottes eigener Sohn starb und auferstand zu neuem Leben, auf das wir Gottes Gnade erhalten können, egal in welchem Zustand unser Boden ist. Wir wurden in diese Gnade getauft und sie wird uns auf ewig begleiten, durch alles auf und ab in diesem Leben und bis ins ewige Leben. Diese Gnade beruft uns auch, unser Sehen nach dem von Gott zu gestalten. Wir sind berufen, Jesu Gegenwart dadurch zu verkünden, was wir sagen, was wir geben, wie wir dienen, wie wir lieben. Von uns, die wir von der hingebungsvollen Überschwänglichkeit Gottes gesegnet wurden, wird erwartet, ebensolche Seemänner und Frauen zu werden. Großzügig, fröhlich, vielleicht sogar verschwenderisch, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass es insgesamt eine erstaunliche Ernte geben wird. Eine Art, in der wir das gerade tun, ist durch diese Internet-Gottesdienste. Es ist interessant, dass das englische Wort für Sehen Broadcasting ist, das gleiche wie für Fernsehübertragung.
Wir übertragen unsere Gottesdienste jeden Sonntag. Wir haben keine Ahnung, wer Ihnen zuschaut. Wir haben keine Ahnung, ob Sie auf Augen oder Ohren fällt, die die Welt als würdig oder vielversprechend bezeichnen würde. Wir können nicht ahnen, was für eine Ernte aus dem hervorgehen wird, was wir hier tun. Und das ist okay, denn das ist das Seelsorgemodell von unserem Gott. Verstreue die Samen, erwarte, dass etliche verloren gehen, vertraue, dass genügend von ihnen aufgehen und erfreue dich der Ernte. Diesem Gleichnis nach hat Gott mehr Liebe als Geschäftssinn. Ist Gott ein besserer Liebhaber als Bauer? Wir sind reich gesegnet, weil Gott so ist. Lasst uns ebenso sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gott hat den Samen seines Wortes in uns gepflanzt und uns zum Glauben geführt. Wir haben gerade unseren Glauben bekannt mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir sind aber auch gebeten, unseren Glauben in Taten auszudrücken. Wir laden Sie jetzt herzlich ein, auf Gottes Großzügigkeit mit Ihrer eigenen Großzügigkeit zu antworten. Die Arbeit Gottes durch die Zionskirche geht weiter und wir bitten Ihre Unterstützung. Alle Gaben können geschickt werden an die Adresse auf dem Bildschirm oder elektronisch über unsere Webseite eingereicht werden. Wir sind froh, dass so viele treue Leute die Arbeit Gottes hier fortsetzen und wir bitten Sie, Ihren Teil dazu beizutragen. Danke. Berufen zur Einheit miteinander und mit der gesamten Schöpfung. Lasst uns für diese Welt beten, in der wir alle leben. Gnädiger Gott, dein Wort wurde auf viele Weisen an vielen Orten gesät. Wir beten für Missionare und neu gegründete Gemeinden. Lass ihr Zeugnis uns ermutigen,
in allen Umständen glaubenstreu zu bleiben und in allen Situationen dein Wort zu verkünden. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Schöpfer Gott, der Prophet Jesaja beschreibt frohlockende Berge und Bäume, die jauchzend in die Hände klatschen. Wir beten für Vögel und Tiere, die in Bäumen leben, und wir trauern um kahl geschlagene Landstriche. Gib uns Mut, verantwortlich zu benutzen, was du geschaffen hast. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Friede, Fürst, wir beten für die Regierenden unserer Nation. Vermehre ihren Wunsch nach Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Leite sie in ihrer Bemühung, unsere Nation durch die Pandemie, durch rassische Unruhen und durch tiefe politische Trennungen zu steuern. Überbrücke die Kluften, die uns trennen, und führe uns zu einem tiefen und andauernden Frieden. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Großer Gott, du bist die Quelle unserer Kraft. Wir werden immer müder, je länger die Schließungen andauern, je mehr wir von den Nachrichten von ansteigenden Infektionszahlen hören, je mehr wir uns fragen, wie lange das noch dauern wird und wie viele Leben beeinträchtigt oder verloren werden. Gott, hilf uns. Gib uns Glauben und Energie für jeden neuen Tag. Erhalte uns in der Hoffnung, dass wir durch deine Gnade aus diesem finsteren Tal hervorkommen und grüne Auen erreichen werden. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Treuer Gott, du kümmerst dich um alle Menschen in Not. Denen, die zweifeln, erneuere den Glauben. Denen, die sich sorgen, gewähre Erleichterung. Denen, die sich abmühen, verringere die Last. Denen, die sich fürchten, schenke Hoffnung. Denen, die unterdrückt werden, gib Gerechtigkeit. Wir beten vor allem für diese Menschen, die uns nahestehen. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Erneuernder Gott, belebe deine Kirche in dieser Zeit und an diesem Ort. Ernähre und pflege die Saat, die du gepflanzt hast, auf dass wir als Jünger wachsen. In dieser Pandemie halte unsere Gemeindearbeit aufrecht. Lass uns neue Wege finden, unsere Beziehungen untereinander und zur Nachbarschaft zu vertiefen. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Ewiger Gott, wir danken dir für alle Verstorbenen. Tröste uns in der festen Hoffnung auf die Auferstehung. Gemeinsam beten wir, gnädiger Gott, erhöre uns. Nimm unsere Gebete entgegen, o Gott, zusammen mit unseren unaussprechlichen Seufzern, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Geht hin in Frieden. Christus ist mit euch. Gott sei gedankt.